Willkommen zurück zu Let's Play, Let's Stream, Let's was auch immer. Tanz Holz. Im letzten Part haben wir einen Magma Slime bekämpft und haben ihn besiegt. Vielen Dank an all die Leute, die hier live dabei waren. Eine ganze Menge Leute für meine Verhältnisse. Und ja, die waren glücklich oder so, als ich ihn geschafft habe. Ich war auch glücklich, aber die waren noch glücklicher als ich, glaube ich. So, ich werde jetzt als nächstes, ich denke mal die Kugel. Ich versuche erstmal die Kugel ein bisschen. Aber mal sehen, wie es läuft. Okay, los geht's. Okay, die Musik ist ein bisschen zu laut, ich muss sie bei mir leiser machen. Also für euch ist sie nicht zu laut vielleicht, aber für mich ist sie gerade zu laut. Und was zur Hölle? Oh, die hinterlässt eine Spur aus Feuer, das hätte ich vielleicht sehen können. Vielleicht. Ich bin nicht demotiviert. Glaube ich. Das ist ein sehr einfacher Boss. Echt jetzt? Okay. Dann sag mir, was ich machen muss. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu schwach. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie eine gute Taktik, einfach direkt ins Auge reinzuschießen, bevor er irgendwas machen kann, aber das war irgendwie doch nicht so. Den sollte ich ruckzuck mu erledigen. Ja, selbst ich. Oh, wow. Dann sag mir aber auch, wie der geht. Also ungefähr, wie er geht. Nicht ganz genau, wie er geht, aber ungefähr, wie er geht. Also, wenn das... Hast du es gesehen? Wenn einem das passiert, dann hat man das nicht verdient, dieses Spiel zu spielen, okay? Am Anfang macht er den. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Er macht den Hüpfer. Aber er rollt doch viel zu schnell. Er rollt viel zu schnell. Er rollt schneller, als ein Toaster jemals rollen könnte. Was auch immer das ist, ich schenke es dir nicht. Aber es sieht nach einer heiligen Bibel aus. Also vom Link her steht Holy Bible. Der rollt so scheiße schnell. Seht ihr das nicht, wie schnell er rollt? Vor allem du, Antu, du solltest doch so sehen, wie schnell er rollt. Er ist doch so riesig. Und du hast doch so viel Respekt vor mir, also schlag mich nicht. Aber sag mir einfach, was ich tun muss. Sag mir exakt zu 100%, was ich tun muss, dann mache ich das. Warum ist überall Feuer? Wie soll ich denn da lang, wenn da überall Feuer ist? Du hast ihn beim First Try... Du hast ihn beim... Antu, warum? Du hast ihn beim First Try geschafft? Beim ersten Versuch, so richtig? Alter. Alter. Ach, man kann das Feuer wegschießen. Okay, sagt das doch jemand. Ja, der Trick ist, ihn recht früh beim Anfang zu töten. Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Ja, der Boss geht sogar, muss ich sagen. Das sieht sogar so aus, als würde er gehen. Aber das heißt trotzdem, dass ich mindestens 10 Jahre dafür brauche. Also das ist jetzt nicht so, dass das... Heißt, es schafft ihn jetzt sofort. Das war dumm. Das war sowas von dumm. Das war ein Fehler. Ich wollte den Pfeil haben. Ich wollte den Pfeil haben, okay? Ich wollte nur den Pfeil haben. Aber nein, er wollte nicht. Er wollte nicht zu mir kommen. Er hat mich nicht mehr geliebt. Tonius Welt, hör auf, irgendwelche Kaufvorschläge oder Kaufwünsche in den Chat zu posten. Das stört mich sehr. Ich habe dafür kein, ich brauche dafür so räumliches Denken und so, ne? Aber ich muss so verstehen, wie sich Kugeln drehen und so, ne? Ich glaube, das muss ich können für diesen Boss. Ich meine, ich hatte dieses Problem ja bei diesem Würfel nicht. Der hatte nur 6 Seiten, aber dieser Ball, der hat viel mehr als 6 Seiten. Das ist mein Problem. Das ist tatsächlich mein Problem. Genau das ist es. Gute Nacht, mein kleines Schaf. Zähl nicht zu viele Schafe, sonst wirst du selbst entschärft.
Kugeln drehen sich auf einem Viereck-Toaster. Danke, danke. Wenn ich Moderatoren hätte, dann würde ich dich jetzt bannen lassen. Auf ewig. Aber gut, dass ich keine Moderatoren habe, nicht wahr? Gut, dass ich keine Moderatoren habe. Okay, das war... Der Boss sollte gehen. Und übrigens... aber eben, ganz kurz. Wie geht denn das? Bam! Also, Anpu ist jetzt ein Moderator. Er kann jetzt Leute, die zu viele Links posten, irgendwie kicken und so. Hallo, Bad BMX. Wie geht es denn diesen wunderschönen guten Tag? Ich hoffe doch, es geht dir fantastisch. Bam! Voll in die Fräse. Hallo, Matei, wer auch immer du bist. Auf einmal bist du da und auf einmal postest du Sachen. Ich nehme keinen Nightbot, weil ich möchte, dass man Links posten kann. Nur soll man nicht auf die Nerven gehen. Deswegen, ich mag sowas wie Nightbot nicht, die gehen mir meistens auf die Nerven, weil die... Ich werde immer von Nightbots gekickt, okay? Ich werde immer gekickt, weil ich irgendwie zu viel Caps locke. Ich muss halt meine Aggression rauslassen, ich meine, was erwartet ihr? Alter, muss ich halt immer capsen, da kann ich ja nichts dafür, das ist... Nee, es ist irgendwie so... Ey, Naru ist da, seit wann ist Naru überhaupt da? Hi, Naru! Aber schon zwei Bosse heute. Man muss dazu sagen, natürlich wie der erste Boss so lief. Scheiße. Ich hasse diesen Boss, okay? Ich hasse diese gottverdammte Kugel. So, der... Okay, bei dem Move muss ich ihn töten. Ich hab's jetzt schon verstanden. Bei diesem Move muss ich ihn töten. Ja, hi, Matei. Willkommen bei der Verzweiflung, der traurigen Verzweiflung. Ja, ich bin der Beste. Ich bin der Einzige, aber dadurch bin ich auch gleichzeitig der beste Titan Souls-Spieler, der gerade in Deutschland streamt. Finde ich gut. Könntest du bitte irgendwas... Könntest du dich drehen oder so, bitte? Ich mag es nicht, wenn du mit diesen Teilen nach mir schlägst. Das ist nicht nett. Warum kannst du dich nicht drehen? Warum dreht er sich denn nicht? Wann macht er diesen Move, bitte? Ich verstehe es gerade echt nicht. Nee, kannst du mir jemand erklären? Wann macht er diesen Move mit dem Drehen? Weil ich habe ja gar keine Chance zu schießen, quasi. Ich weiß nicht, warum er sich nicht dreht. Ich verstehe es nicht. Anpu, erklär mir, warum er sich nicht dreht, bitte. Jetzt. Okay. Er dreht sich also nur, wenn ich in seiner Nähe drin. Ah, okay. Ja, ich renne gerade gegen die Wand, weil ich in Scheid gucke. Das ist auch immer gut. Okay, ich muss also bei ihm in der Nähe sein. Okay. Übrigens, Kodenholobold, ein sehr schöner Name. Mhm. Ich habe auch gar nicht nur 10 Sekunden gebraucht, bis ich ihn verstanden habe. Nein, nein. Ich bin ein Genie. Ich war gerade in deiner Nähe. Hallo, ich bin in deiner Nähe. Jetzt dreh dich bitte. Dreh dich im Kreis. Dreh dich schneller. Er dreht sich nicht. Jetzt dreht er sich. Ja, okay. Krieg ich hin, aber. Krieg ich hin. Tonius Welt, warum kannst du nicht irgendwie meine Streams einfach ignorieren oder so? Du musst ja nicht gucken. Ich zwing dich ja nicht.
Oh wow. Nun, ich stehe in deiner Nähe, ich stehe in deiner Nähe. Okay, okay. Oh, okay. Ja, interessantes Spiel, hast du recht. Nur. Ja, es wäre ein viel interessanteres Spiel, wenn man gut in dem Spiel wäre. Das bin ich allerdings nicht. Wie viele Boss muss ich eigentlich noch anpuh? Ich muss den jetzt noch. Dann muss ich noch. Den Yeti. Und dann muss ich noch die zwei im Wald, oder? Waren das alle? Also, außer halt natürlich die Endbosse. Sind das dann alle? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Oh Mann. Lächerlich, ich bin lächerlich. Danke, dass du das jetzt auch schon für mich erklärst. Dafür hast du jetzt die offiziellen Rechte, weil du ja jetzt Mod bist. Okay, nur noch 4 Bosse. Und die letzten 4, die, ja, ich sag dazu mal nichts. Oh Gott. Oh mein Gott, ich hasse diesen Boss. Ich hasse den Boss jetzt schon, ich weiß nicht warum. Eigentlich ist er, glaube ich, nicht schwer, aber ich bin echt schlecht in dem. Anpu, deine offizielle Meinung und auch offizielle Meinung von anderen, ist dieser Boss oder der Yeti einfach? Ich glaube der, oder? Warum drehst du dich jetzt, wenn ich es nicht will? Okay, ich überlebe. Oh, da kommt Feuer raus. Da kommt einfach Feuer raus. Warum kommt da Feuer raus? Alter, ich lese so den Link. Tote Kuh. Tote Kuh sagt einfach alles. Anpu Bunny. Nein. Für dich ist der Yeti einfacher. Ah, ich gehe gleich zum Yeti, Leute. Ich gehe gleich zum Yeti. Oh, beide sind schwer. Cool. Oh wow. Hast du ihn jetzt gebannt? Hast du ihn jetzt gebannt? Ich glaube schon, oder? Jedenfalls sind alle seine Nachrichten weg. Oder hast du ihn nur gekickt oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus mit Twitch. 600 Sekunden. Es sind 10 Minuten, das freut mich. Dann haben wir keine Links mehr. Nein. Tote Kühe sind nicht lustig. Ich finde diese gerade sehr lustig. Einfach nur, weil ich dann dich damit nerven kann. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Dreh dich bitte schneller. Dreh dich! Nein, nicht schlagen! Warum dreht er immer? Dann, wenn ich nicht will, dass er dreht. Was? Ich hab's geschafft. Was hast du geschafft? Was hast du geschafft, du Killerkeks? Du kannst den Toaster nicht bannen. Es tut mir leid, dass du den Toaster nicht bannen kannst. Hallo? Pfeil! Ich liebe dich. Du musst dich nicht vor mir verstecken. Was tust du mir nur an? Ich liebe dich doch. Oh, ich hab ihn wieder. Okay. Ja, willkommen Killerkeks. Ich liebe dich und du liebst mich. Wir lieben uns alle. Bist du eigentlich verwandt mit Naru? Nein? Ah. Ich denke mal nicht. Naru, du hast ein neues Familienmitglied. Offiziell jetzt. Ich habe mich angemeldet nach 5 Jahren. Du hast dich jetzt nach 5 Jahren angemeldet. Wegen mir, extra für mich. Danke, das freut mich. Nein, jetzt mal ernst. Warum hast du dich jetzt angemeldet? Wegen mir? Musst du mich so sehr beleidigen? Ist es das, was du willst? Ich meine, ich kann es ja verstehen, wenn man mich beleidigen will. Vor allem, wenn ich dieses Spiel hier spiele. Aber, du lübst mich. Was, Naru, das ist ein Fake-Keks? Ja, du musst dich ja auskennen. Na dann. Dann böser Fake-Keks. Geh weg. Nein, bleib. Bitte bleib. Bitte bleib. Oh. Okay, der dreht sich für mich nicht genau genug, finde ich. Für meinen Geschmack.
Okay. Ich probiere eben den Yeti. Okay, ich probiere kurz den Yeti. Wir wollen mal hier. Wir haben ja heute den ganzen Tag schon Lava-Stimmung. Wir wollen jetzt mal ein bisschen die Kälte zurückerobern lassen und so. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Yeti. Ich habe gerade genug von Lava, okay? Lava hat mich echt gerade ein bisschen fertig gemacht, psychisch und sowas in der Art, ne? So. Du hier. Hier runter. Und jetzt hier rein, bitte. Auf diese Plattform hier. Und jetzt ist so ein Yeti, der ist hier links, ne? Irgendwo. Ja? Ja, hier ist der Yeti, okay. Dann auf zum Yeti. Freut euch, ich mich nicht. Was war der Yeti nochmal? Oh nein, ich weiß genau, wer der Yeti war. Oh nein, ich weiß genau, wer der Yeti war. Und warum tust du mir das nochmal an? Ich weiß es, ich tue es mir gerade selbst an, aber das ist der Yeti übrigens. Okay, ich weiß nicht mal, wie er funktioniert, aber ungefähr weiß ich schon noch. Und zwar ungefähr funktioniert er so. Geh einfach hinter ihm und hau den Pfeil rein, ja. Das gilt, glaube ich, für beide Bosse, ne? Immer muss man sein Ding hinten reinstecken. Ich habe hier wieder hier den Humor eines 10-Jährigen. Und ich bin stolz darauf. Ich bin stolz darauf. Und genau in dem Moment verliere ich einfach einen Zuschauer. Ja, definitiv hat es damit jetzt zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay, ich muss... Wow, ich muss da stehen. Und dann ausweichen und dann... Alter. Dieser Boss hat es nicht verdient zu leben. Eigentlich haben es alle Bosse nicht verdient zu leben. Deswegen töte ich sie wahrscheinlich auch. Einfach weil sie zu schwer für mich sind. Das ist der einzige Grund. Du wolltest mal mit mir beschreiben, Toaster. Du bist schon lange ein Fan von mir, oder was? Was zur Hölle? Tut mir leid, aber ich verstehe es gar nicht. Tut mir leid. Ich bin verwirrt. Ich habe einen Fan. Ja, ich habe einen grandiosen Fan. Halt ihn an den Wänden auf. Ja, habe ich vor. Habe ich vor. Habe ich definitiv vor. Ich muss jetzt eine kleine Wandfilie aufbauen. Das könnte ein bisschen dauern, aber... Ja, Antonius Welt. Genau. Okay, tut mir leid. Alles gut. Drauf da. Hast du gesehen, das war schon mal ein guter Anfang. Ein sehr, sehr guter Anfang. Muss ich sagen. Oh, du siehst mich zum ersten Mal, aber du magst mich. Oh, das ist, wie gesagt, eine sehr große Ehre. Wirklich, also das ist ernsthaft jetzt. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich gemocht werde. Ich werde gerne gemocht. Ich mag dich so gerne, dass ich mich gleich wieder von Eisstacheln erschlagen lasse. Keine Steak-Witze. Ja, mein Let's Plays fällig genauso viel. Ja. Aber da spiele ich kein Titan Souls zum Glück. Aber Titan Souls wird auch hochgeladen, also die Streams. Ich muss schnell sein. Ja, das ist... Ich muss schnell sein. Ach, fuck. Aber ich bin immer so ganz kurz davor, da kommst du in ein Eistapfen voll Müll. Ja, und jetzt macht natürlich Anfang wieder Werbung. Du hast das Recht dazu, du bist meine kleine Lieblingskuh. Weißt du, normalerweise würde ich jetzt ja anfangen rumzuragen und dich fragen, wie kannst du nur Dark Souls nicht mögen, aber du bist ja jetzt mein größter Fan oder sowas in der Art. Deswegen darf ich das natürlich nicht. Ich respektiere deine Meinung. Und so. Nein, ist okay. Wirklich, wirklich. Ist ganz okay. Alles gut. Alles gut. Näher an der Wand, ja, und das ist... Bitte? Bitte? Triff, okay, so. Danke. Oh, Schnäbel, da können wir natürlich gegen die Wand werfen. Ich erinnere mich.
Könnte ich bitte hier durch? Stimmt, stimmt, natürlich. Es ist okay, wenn du Dark Souls 1 nicht magst, aber es ist nicht okay, wenn du Dark Souls 2 besser findest als Dark Souls 1. Das geht nicht. Dann wirst du zerrissen und zerbrochen, du tödlicher Keks. Ich werde dich dann zerkeksen. Und weiß nicht, was ich dann alles mit dir tun werde. Jedenfalls ziemlich abartige Sachen. Wow, das war schon mal ziemlich... Das war ein guter Anfang. Das war ein guter, geschmeidiger Anfang. Doch er hat dann eher weniger gut geendet. Ich muss ganz kurz den Chat lesen. Das ist jetzt... Ja, die Rückziehtaktik finde ich eigentlich auch, habe ich probiert, aber ist, glaube ich, nicht so die beste Idee. Aber was da drüber steht, das ist nicht so. Das sagst du jetzt nur, um mir auf die Nerven zu gehen, oder? Das sagst du jetzt nur deswegen. Das hast du nur getan, damit ich jetzt ein bisschen was gegen die Wand werfe, okay? Ich will... Lass mir das. Ja, er hat geschrieben, Dark Souls 2 ist besser als Dark Souls 1. Aber ich gehe davon aus, dass er das nicht ernst meint. Und ich habe nicht auf dem. Ich hab nicht aufs Spiel geguckt. Ich sollte das jetzt vielleicht langsam mal wieder tun, sonst wird das hier heute nichts mehr. Und wir wollen, dass das heute noch was wird, oder? Wir wollen alle, dass das noch was wird heute. Wir jubeln jetzt alle. Yay, Toaster. Wir wollen, dass du heute noch irgendwas in deinem Leben erreichen kannst. Und dann zufrieden bist und glücklich. Glücklich! Glücklich. Und weg. Und weg. Ja, Anpo, ich kann mich nicht aufs Spiel konzentrieren. Das Spiel macht mich fertig. Ich darf mich noch nicht auf Sachen konzentrieren, die mich fertig machen. Mama hat immer gesagt, dass ich die Kinder, die mich beleidigen, ignorieren soll. Und warum? Und die mich fertig machen und weiß ich was. Und wenn mich Spiele fertig machen, darf ich das nicht machen, oder was? Hä? Das ist ziemlich unfair. Ah, boah, ich habe einen Krampf im Finger. Tut mir leid, ich habe gerade meinen Daumen übelst krass auf die Taste falsch gehauen. Alter, was zur Hölle? Warum, was war das? Alter, tut mir leid. Ich muss es trinken. Trinken ist wichtig und so. Boah, Alter, mein Finger. Daumen, geht's dir wieder gut? Ja, mir geht's wieder gut, du Toaster. Was zur Hölle war das gerade? Was zur Hölle? Ich habe irgendwie irgendwelche... Probleme, okay? Ich habe irgendwelche ganz ernsten Probleme, die wir... Wow. Okay, du kennst nur den zweiten und findest den nicht super, dann ist natürlich alles verständlich. Dann ist alles... Wir haben alles verstanden. Du brauchst eine Dark Souls 1 Therapie. Ich habe gerade... Habt ihr das gesehen? Ich habe den Pfeil eine halbe Millisekunde zu früh geschossen. Nicht zu spät, nein, zu früh. Wow. Geh ich ein? Was gehst du ein? Okay, okay. Jetzt roll bitte hier hin. Nein, nicht werfen, nicht werfen. Warum wirfst du? Das hat mich komplett aus dem Rhythmus gebracht. Nicht werfen, nicht werfen. Das war voll komplett die falsche Position. Jetzt bitte hier hin. Ja. Okay, wenn ich nicht treffe, dann lass ich mich sterben. Wenn ich nicht treffe, lass ich mich sterben, weil dann hat es keinen Sinn mehr, mein gesamter Versuch. Ich meine, im Endeffekt verliert man ja eh nichts, wenn man hier irgendwie nicht trifft oder so, weil, ja. Schon klar, ne? Ja, ich bin jetzt langsam etwas ruhig, ne? Das liegt an der Uhrzeit, glaube ich. Ich sollte vielleicht um die Uhrzeit nämlich nicht mehr so rumschreien, deswegen tue ich das nicht, weil es ist ja schon nach 22 Uhr und da ist nicht mehr so Zeit zum Rumschreien, habe ich mal so gehört.
Ich will ja nicht, dass sich meine Nachbarn oder so beschweren, das wäre ja nicht so toll. Fuck. Ja, Schneebälle. Man verliert Nerven? Ja, ich verliere auch Nerven. Ich verliere die Nerven des Genervten. Ja, und Nachbarn gucken den Stream. Das wird sein, das wird es nämlich sein. Deswegen habe ich heute so viele Zuschauer. Ich facepalm mich gerade mal. So. Das ist mir noch nie passiert, okay? Das ist mir in meiner gesamten Yeti-Laufzeit noch nie passiert. Du musst doch richtig stehen. Ja, aber wo rollt er denn? Okay. Machen wir das mal. Wir werfen jetzt. Lass ihn mal werfen kurz und dann stehen wir hier. Aber diese Eiszapfen. Ich glaube, die Problem ist, ob meine Eis. Sind diese Eiszapfen. Beziehungsweise rollen, beziehungsweise sie treffen. Danke. Danke. Du hast durchschaut, wie man mit mir umgehen muss. Du hast durchschaut, wie man mit mir umgehen muss. Man muss mich einfach beleidigen, dann bin ich glücklich. Okay, ich stehe drauf. Ich bin ein kleiner Masochist, manchmal. Diese Eiszapfen, seht ihr das? Wie diese Eiszapfen genau da stehen, wo ich hinschießen will? Seht ihr das? Ja, dann beweg dich ein bisschen nach vorne. Ja, dann bewege ich mich ein bisschen nach vorne, dann ist schon wieder zu spät und mein ganzes Timing ist im Arsch. Aber ich versuch's mal. Ja, nee. Nee, da ist mein Timing im Arsch. Da ist mein Timing im Arsch. Hey, warum habt ihr alle so komplizierte Namen, Mensch? Das geht doch nicht. Und das sag ich. Das sage ich. Bei meinem YouTube-Namen. Mensch. Serifinator. Du finitierst die Serie. Was? Ich. Tut mir leid, ich muss das irgendwie, weil ich hab. Ich hab sonst. Okay, alles gut. Alles gut. So. Yeti. Ist so das. Das war falsch, das war alles falsch, das war alles schlecht. So, jetzt bitte hier hinrollen. Ich hätte getroffen, oder? Ich hätte getroffen, wenn dieser Esslaff nicht auf mir gelandet wäre. Was? Rennt Grimm! Hör auf, Counter-Strike zu spielen, das ist gewalttätig! Geh weg! Ich möchte kurz... Sehe ich meine Maus? Da! Bitte auf offline. Danke. Jetzt bin ich auch offline gestellt und jetzt habe ich nur noch 10 YouTuber. 10 YouTuber, genau. Jetzt ich sollte ich schnell lesen, während ich rede. Noch 10 Zuschauer. Und du magst kleine YouTuber, weil man mit denen schreiben kann. Ja, mag ich auch. Aber ich mag auch große YouTuber, also manche. Kommt drauf an, wie groß halt, ne? Und jetzt lasse ich mich. Also nicht, nein, nicht wie groß, sondern wie gut, bla. Ich mag Bruger, auch wenn er jetzt nicht unbedingt der gigantische YouTuber ist, aber. Ich würde ihn jetzt auch nicht als kleinen YouTuber bezeichnen. Aber er ist lieb. Er ist ein lieber Panda. Auch wenn er immer Kür beleidigt. Und das Anpu immer angepisst. Aber. Naja, was soll man machen, ne? Was soll man machen? Ich muss an der richtigen Stelle stehen. Du hast recht, Anpo. Es liegt alles an der Positionierung. Die Positionierung muss immer richtig sein. Man muss immer an der richtigen Position, der richtigen Position stehen. Du magst Zombie. Zombie, ich habe ein Problem mit seinem Bloodborne-Spielverhalten. Dann ist es noch schlimmer als meins. Meins ist es, durchzurushen. Ich sollte gerade mal kurz nicht reden, bitte. Danke. Okay, jetzt bitte. Jetzt nimmt dich hart zu was? Was zur Hölle? Jedenfalls, ich habe ein Problem mit seinem Bloodborne-Spielverhalten von Zombie. Denn ich spiele das schon vollkommen falsch. Ich rushe überall durch. Aber er spielt so im Koop beim ersten Mal. Das ist grauenhaft. Tut mir leid.
Du bist wegen ihm auf das Spiel aufmerksam geworden. Weißt du was? Ich auch! Ich kenne Titan Souls auch von Zombie. Ach, der Yeti. Yeti schreibt man übrigens Y-E-T-I. Ist das nicht schlimm, aber nur damit du es weißt, weil es hat mich verwirrt. Wow. Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Okay! Reflex! Yeah, Reflex! Woo! Ich verfall wieder meine alte Taktik, Toaster. Sie funktioniert! Antwortlos gesehen, du verwählst wieder deine alte Taktik und dann schaffe ich das! Ja, alles wegen dir! Du sagst, nee, mach das anders und ich mach's so, wie ich es immer gemacht habe und es klappt. Okay. Okay. Zurück in die Lava-Welt, würde ich sagen. Und dann morgen der Wald. Und das Finale wird knapp eigentlich. Aber das... Ich will den Schädel eigentlich heute noch schaffen. Wäre ich sehr zufrieden. 360-No-Scope, ja. Richtig krass gefingelt. Wo muss ich überhaupt lang? Hier lang, ne? Ja. Dann gehen wir halt nochmal diesen Weg entlang. Durch diese Kugel hier durch einmal. Was mit dem Pilz? Warum nicht? Warum den Pilz? Ja, Laru, ist schon echt grausam heute. Hast du wohl heute nicht so viel Erfolg mit deinen Drop Rates in Mother oder was? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ja. Ich glaube, er ist gedopt. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. So. Leistungsdruck. Ja, ja. Ich dachte, ich habe keine Leistung, ich habe nur Druck. Oh Mann. Okay. Du bist in Mother super erfolgreich. Oh Gott, das ist jetzt irgendwie seltsam. Das ist ein ziemliches Paradoxon. Also ich werde jetzt den Boss noch eine Weile versuchen. Ich werde mir Mühe geben. Werde mir Mühe geben. So. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich vermisse Tonius Welt. Warum muss er nur irgendwelche Witze über Kühe machen? Drauf. Ja, ich rede gerade nicht allzu viel, ich weiß. Aber es muss erstmal wieder in den Boss reinkommen, ganz kurz. Vielleicht schaffe ich ihn ja First Try oder so. Ja, das war First Try übrigens. Bei dem Boss einfach schießen. Ey, du bist gerade wie Hitte. Ich weiß nicht, aber du hast gerade Hitte irgendwie übernommen, oder? Das muss doch so sein. Ich hoffe, dass er endlich lernen geht. Er muss mal hier ein bisschen was für Physik machen. Seine physikalischen Grundkenntnisse aufbessern und so. Mein Pfeil ist gefangen. Ich muss am Pfeil retten gehen. So. So, könntest du dich bitte drehen oder so? Nein? Okay. Ja, ich rede bei dem Boss echt nicht allzu viel, ne? Der ist sehr nervenaufreibend. Okay, dann halt nicht. Ja, damit er lernt, dass Kugeln auch im Viereck rollen. Ja, ja, ich weiß. Kugeln, die im Viereck rollen, sind immer die besten Kugeln der Welt. So. Auf ein neues. Auf ein neues. Dann. Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich zu einem Boss sagen soll. Er ist einfach nur bossig. Ja, das ist eine Begründung. Ich bin jetzt auch leider nicht mehr so. Ja, so wach, wie ich es vor einer Stunde oder so war. Das heißt, ich bin heute nicht mehr so gut drauf. Was heißt gut drauf? Ich bin halt nicht mehr so wach. Wie halt gerade gesagt, ne? So, ich bin tot. Ja, das Viereck rollt im Kreis für gewöhnlich. Das ist heute mal diagonal. Ist doch normal. Passiert doch. Vor allem, wenn man einen Würfel wie einen Kreis benutzt, dann dreht er sich wahrscheinlich wirklich im Kreis. Oh.
Eine tolle Idee. Eine tolle Idee. Könnten wir mal austesten irgendwann. Und weg. Und nicht weg. Ich schieße aber im falschen Moment, oder? Mehr Risikotoaster? Nein? Einfach nein? Nicht? Warum nicht? Warum nicht? Kein Risiko? Ich dachte, Risiko ist der Sieg. Der Sieg des Toasters ist das Risiko. Glaube ich. Stimmt, der Schädel ist ein Quadrat. Du hast recht, ist mir nicht aufgefallen. So, was war das jetzt, bitte? Oh, jetzt sind alle Teile aktiv. Scheiße. Jetzt nicht mehr, oder? Gut. Dreh dich schneller, dreh dich schneller, dreh dich schneller. Nicht so schnell, bitte. Oh, jetzt hörst du natürlich auf, dich zu drehen, natürlich. So, jetzt die Teile wieder an. Okay, tot. Ja, genau, der dreht sich wirklich sogar im Kreis. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich meine das vollkommen ernst. Das ist einfach, wow. Das ist gerade ein Mindfuck für mich. Das ist gerade echt ein Mindfuck für mich. Wow. Okay, dann auf ein neues. Aber wahrscheinlich, ich glaube, wir können eine Theorie doch nochmal widerlegen. Ich glaube nämlich nicht, dass der Schädel sich aus eigenem Antrieb drehen kann. Denn in Wirklichkeit sind die Kugeln die Lebewesen. Und der Schädel wird nur hinterhergezogen, denn die sind ja auch rund. Und die ziehen ja auch immer ihn. Deswegen sind die Ketten ja auch immer so, werden so ausgezogen und dann, ne, werden die wieder so dran gezogen. Ne, verstehst du, was ich meine? Nein, dachte ich mir. Man kann bei dir keine Physik lernen, du Anpu. Auf die armen Zuschauer anzulügen. Du Killerkeks, lass dir nichts sagen. Oh wow. Ich glaube nicht, dass heute noch allzu viel Fortschritt zu lassen wir das. Heute ist nicht mehr der Tag des Erfolgs. Ich glaube, der Erfolg ist langsam vorbei, aber nur langsam. Den Boss will ich heute noch schaffen, definitiv. Egal wie lange ich heute noch machen muss, der Boss wird noch gemacht. Außer sind alle Zuschauer weg, dann höre ich vielleicht auf, aber. Das, ja, okay. Vielleicht passiert das wirklich. Wer weiß, wie lange ich brauchen werde. Wer ist der Pro? Wer ist der Pro? Wer ist der Pro? Wer ist der Pro? Wer ist der fucking Pro? Ich ganz sicher nicht. Nein, ich doch nicht. Er ist tot. Nur so gerüchteweise gehört habe ich das. Ja. Wir gehen jetzt. Eine Stunde kann ich noch. Maximal eine Stunde kann ich noch. Egal wie lange jetzt noch ihr noch bleibt oder so. Maximal eine Stunde kann ich noch. Kann ich euch jetzt schon sagen. Aber Naru, wie geht's dir in Masa so? Ich habe hier Fortschritt und so. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Der Killerkeks hat mich irgendwie. Was weiß ich, was er gemacht hat. Wer spielt für dich? Der Killerkeks, ich glaube, der ist das, ja. Gut, freut mich, Naru, freut mich sehr. Aber, jetzt kommt's, jetzt habe ich Angst, jetzt muss ich mir Sorgen machen. Anpu hast. Anpu, ich glaube, du solltest auch mal zurücknehmen mit dem. Alter. Anpu, das war so falsch, was du gerade gesagt hast. Ja, es stoßen sich gleich der Pole ab. Du solltest wirklich. Oh wow, ich diskutiere gar nicht mehr weiter, Anpu. Ich habe, ich muss noch die beiden Gegner im Wald machen, dann bin ich fertig. Also dann kommen noch die finalen Bosse, aber die anderen habe ich, glaube ich, jetzt alle fertig. Na, Anpu, du gibst mir recht, ich hoffe. Und die beiden werde ich vielleicht noch heute machen. Vielleicht. Also so weit, wie ich komme. Ja, gleiche Pulle stoßen sich ab, genau. Nein, Killer-Cookie, ich habe nur heute 4 gemacht. Ich habe insgesamt schon mehr als 4, ob du es glaubst oder nicht. Muss ich überhaupt lang? Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, ich glaube schon.
Also, wenn ihr Physik lernen wollt, geht nicht zu Anpu, er kann nämlich gar nichts. So, Wald. Wald klingt schon mal gut. Dann hier irgendwo lang, ne? Ja. Hier hoch. Bitte, los, danke. So, grandios. Die Kombination kann ich sogar noch auswendig. Dann, also Anpu und auch andere, die sich vielleicht auskennen. Welchen Boss zuerst, Pilz oder komisches Pflanzenviech? Ich kann beide nicht, also ich bin schlecht. Nur nochmal zur Information. Also, welcher ist einfacher? Rechts, links, hoch? Ja, das weiß ich, aber... Also die Pflanze zuerst. Okay, mache ich. Nein, das ist... Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Rechts, links, hoch ist nicht Pilz. So, ich gehe jetzt zum Pilz. Ich kann auch keine Physik. Ich kann übrigens gar nichts, Killer Cookie, falls du es noch nicht verstanden hast. Ich kann weder zocken, ich kann auch nichts Intelligentes, Physik, Chemie oder irgendwie sowas. Oder Mathe oder... Ich kann Deutsch und Englisch, okay? Ich bin glücklich. Ich bin sehr glücklich. So. Ich probiere ihn erstmal alleine, danach könnt ihr mir Tipps geben. Ne? Tu Bescheid. Boah, das wäre jetzt so cool gewesen, wenn das jetzt First Try gewesen wäre, aber das war natürlich zu erwarten. Yay, ich bin auch nicht allein. Juhu. Ich habe das Game noch gar nicht durch. Ich hätte es aber wahrscheinlich schon durch, wenn ich es nicht streamen würde. Also wenn ich es privat spielen würde, hätte ich nämlich öfter Zeit. Du kannst Chinesisch und Englisch? Wow. Ich kann hier Chinesisch. Ich kann ein paar Wörter Japanisch und damit bin ich sehr zufrieden. Und die kann ich auch nur, weil ich zu viele Anime schaue. Ich weiß, ich habe die alle schon gesehen. Ich habe mich ja leider schon gespoilert, mehr oder weniger. Also, beziehungsweise ich habe zwei der finalen Boss gesehen. Den ganz finalen habe ich dann noch nicht gesehen, weil dann die Credits kamen und ich dachte mir schon, dass danach was kommt, weil man mir schon gesagt hat, dass es halt drei finale Bosse gibt. Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass dann noch was kommt. Und deswegen habe ich es mir dann lieber nicht angeguckt, damit ich wenigstens den finalen Boss noch nicht kenne. Immer etwas halt. Naja. Oh, Totta ist auch noch da. Krasser Scheiß. Danke. Und weg. Und weg. Oh, der stampft mir viel zu häufig gerade. Das war ganz schön knapp, oder? Ich bin dafür. Aber ja, Anime sind toll. Manche. Ich habe einen sehr seltsamen Geschmack. Also, was ist seltsam? Ich meine halt nicht so Boku no Pico seltsamer Geschmack, sondern... Ich habe halt einen sehr eingeschränkten Geschmack. Also, ich höre. Ich gucke nicht viele verschiedene Sorten Anime. Ja, könnte man so sagen, finde ich. So, und jetzt Pilz auf ein neues. Der Pilz ist echt einfach eigentlich. Und ich lasse mich fallen. Okay. Klar, Laro, ich schau nur hinter, jetzt hast du recht. Und Yaoi ist natürlich, ne? Nein, ich gucke, muss ich sagen, auch teilweise viel edgy, wie auch immer man das ausspricht, ich denke, man spricht es edgy aus. Muss ich ja zugeben, ich mag edgy. Teilweise, nicht immer, aber manchmal. Und manchmal meine ich oft. Und das war ganz schön seltsam, nicht getroffen. Aber, fuck man. So, getroffen. Aber ich gucke auch viel anderes Zeug, so ohne Edgy und so. Wahrscheinlich weiß niemand außer Totterbart, was überhaupt Edgy sind. Okay, vielleicht Naru wahrscheinlich halt noch, aber sonst so, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Wow. Ich denke gar nicht mehr darüber nach jetzt gerade. Toaster sei der Pilz. Ich bin aber ein Toaster und kein Pilzmensch. Ich bin auch nicht der Pilztoaster. Glaube ich. Nun ist dein Internet abgeschmiert, das ist keine gute Sache. Immerhin ist es nicht meine Schuld, hoffe ich. Hoffe ich. Knapp, ja knapp. Wenn du weißt, wie er denkt, kannst du ihn töten.
Sei der Pilz, sei der Pilz. Es hat nicht geklappt, Mann. Es hat nicht geklappt, okay? Es hat nicht geklappt. Es ist zwischen Edge und Hedda ist ein großer Unterschied. In Edge gibt es weniger Tentakel zum Beispiel. Aber ich gucke keine Hentai, also. Jedenfalls glaube ich das. So gerüchteweise gehört zu haben. Nein, da ist irgendwas. Ich bin high, wieder mal. Der schießt mir zu viele Sachen, muss ich sagen. Der ist viel zu schießerig. Warum kann er nicht einfach nicht schießen? Dann müsste ich einfach nur auf ihn drauf schießen und er dürfte nicht auf mich drauf stampfen. Die ganzen Sachen, anderen Sachen könnte ich einfach ignorieren. Das wäre doch super. Kannst du dich bitte in meine Richtung drehen? Bitte. Bitte. Boah, warum treffe ich ihn immer so knapp? Also nicht. Ich treffe ihn ja nicht, aber wenn ich ihn treffen würde, wäre es knapp. Mhm. Bitte da ausweichen, danke. Jetzt hier durch. Er schießt mir viel zu viele Sachen, wie gesagt, ne? Hatte ich ja schon mal erwähnt. Und er dreht sich viel zu selten in meine Richtung, finde ich. Ach komm, tu mir das doch nicht an. Okay, lassen wir das. Ich gucke jetzt mal lieber in den Chat. Ja, ich kenne Mythos of Gaming. Wie auch immer man den ausspricht, ich bin echt zu inkompetent dafür. Ja, ich kenne ihn. Ich gucke keine Hentai, ich gucke Edgy. Edgy sind keine Hentai. Also wirklich, Edgy haben noch eine Story. Und in Edgy ist auch teilweise halt nicht, also was ist teilweise, meistens eigentlich sogar, nicht das einzelne Genre eines Anime, sondern sind teilweise ein dazugefügtes Genre, um den Anime ein bisschen zu perversieren, okay? Haben wir das jetzt geklärt? Ich hoffe doch. Okay. Ja, genau. Ich kann mich gerade nicht mehr auf den Kampf konzentrieren, weil ich gerade über Anime diskutieren muss. Es tut mir leid. Und. Oh Mann. Ich kann einfach nicht mehr auf den Boss mich konzentrieren. Das tut mir leid. Ich bin gerade voll abgelenkt vom Chat. Das ist gerade voll interessant hier und so. Also, was ich übrigens auch gucke, nur damit ich nicht denke, ich gucke nur Edgy. Ich muss das jetzt machen, bevor ich den Boss anfange zu bekämpfen. Sonst bin ich nämlich gleich abgelenkt und so. Ich gucke auch noch so Sachen wie. Death Note gucke ich gerne. Ich habe Death Note gerne geguckt, ich gucke ihn mir jetzt nicht normal an. Elfenlied mochte ich damals, mag ich jetzt mittlerweile nicht mehr so. Ich mochte. Ich mag auch immer noch Higurashi no Nakukoro ni. Ja, den habe ich letztens geguckt, den mag ich. Den mag ich sehr gerne. Und Mirai Nikki mochte ich sehr gerne. Und sowas in etwa. Und da sind eigentlich nicht allzu viele Brüste. In Mirai Nikki waren ein paar Brüste, aber nicht viele. Und in Elfenlied waren auch viele Brüste, aber die waren eher weniger zum Dasein eines Edgys da und so. Also das. Ich mache jetzt erstmal lieber weiter, bevor ich weiter diskutiere über Edgy und Hentai und sowas. Weg! Bam! Habt ihr gesehen? Ich musste nur erstmal meine Gedanken ein bisschen von Edgy und Brüsten und Edgy und Unterhosen und Brüsten und so befreien und jetzt kann ich es doch wieder.
Was ist da los, Mann? So. Der Pilz ist geschrumpft. Fein, fein. Du meinst das Blut, was aus der Nase lief, wenn wir jetzt sehr japanisch denken. So, ich trinke mal ein bisschen noch was, bevor ich dann... Pflanzentypen gehe. Ja, das wird eher gut rausgegangen, hast recht. So, ja, genau, der Speedrun-Typ, ich hasse ihn jetzt schon. Die Pflanze wird härter. Nein, okay, das war's mit dem Stream für heute. Die Pflanze wird anscheinend härter und wir wollen hier keine harten Sachen in unserem Stream haben heute. Du musst heute nicht aufnehmen. Heute ist mein Stream. Heute kannst du nicht aufnehmen, Anpu. Das kannst du nicht bringen. Tut mir leid, aber das geht heute nicht. Musst du dir einen anderen Tag suchen. Wirklich. Tut mir leid. Okay, gehen wir mal los. Alter, Blut in die Hose, Mann. Hör auf damit. Scheiße. Oh Mann, ich hasse euch. Tut mir leid. Okay. So, lassen wir mal und hauen rein. Okay, los geht's. Ich kann die Tentakelviecher. Oh, Tentakel, Mann, was ist los heute? Scheiße, es geht nicht, ich kann heute nicht mehr. Ich musste lachen wegen Tentakel. Das ist alles eure Schuld, dass ich über Tentakel lachen muss. Ich bin jetzt abgelenkt, okay? Ich bin jetzt abgelenkt. Sehr abgelenkt, sehr, sehr abgelenkt. Ich kann jedenfalls die stacheligen Tentakel abschießen, oder? Ich hoffe doch. Okay, das war scheiße. Bin tot. Was? Am äußersten Rand können die mich nicht treffen? Jetzt im Ernst? Wow. Ja, ich kann die abschießen. Das wusste ich. Ich wusste nur nicht, dass ich an der Wand stehen kann und die mich dann einfach nicht treffen. Wow. Ich probier's nochmal. Sollte dann relativ gut möglich sein, meiner Wege, Alter. Für meine Verhältnisse halt gut. Da komme ich echt nicht treffen, Alter. Das macht alles so einfach. Also mehr oder weniger halt, ne, aber... Einfacher. So, hier kann er mich jetzt... Ach, das Tentakelteil, was auf dem Boden liegt, kann mich auch noch... Wow, okay. Das ist natürlich dann so eine Sache, wo ich mir schon frage, dass... Wow. Okay, meinetwegen. Dann halt nicht in die auf dem Boden liegenden Stacheltentakel laufen. Wow. Einfach abgeprallt. Scheiße, ist mein Pfeil auf der anderen Seite oder was? Er hat mich getroffen. Ich möchte gerne Anzeige erstatten. Oh Mann, der Boss wird lustig heute. Der Boss wird noch lustig. Der Boss wird noch sehr, sehr lustig heute. Ich möchte hier bitte... Okay. Oh, ich werde gehostet. Für einen Viewer. Das ist natürlich... Wahrscheinlich bist du das selbst, oder? Danke, dass du mir das jetzt schon sagst, dass die Teile, die auf dem Boden liegen, tödlich sind. Habe ich noch gar nicht bemerkt. Und warum prallt mein Pfeil einfach ab? Oh, Gift. Ich habe das Gift vergessen. Oh Gott. Was passiert hier? Da liegt Tentakel auf dem Boden. Thank you.
Gift des Todes. Ich hätte rein. Ich muss da reinschießen, ne? Dann öffnet die sich oder so. Habe ich halt irgendwas abgeschossen? Nein, ne? Nein. Das war ganz schön knapp. Weg, weg, weg! Oh, Gift. Vielleicht, die Geste ist wichtig. Ja, die Geste ist wichtig. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich jetzt so eine nette Geste von dir erhalten habe. Ja, genau. Sobald die Luft einsaugt, reinschießen, dann öffnet er sich und dann ins Auge schießen. So in etwa war das. Ja. Krieg ich hin. Nur das Problem sind erstmal die Tentakelviecher. Ja, Killer Cookie, du bist heute ganz schön abgelenkt, habe ich das Gefühl, ne? Ich glaube schon. Wir hätten so viel über Hinterher reden sollen, bevor wir diesen Boss hier machen, ganz ehrlich. Weg, weg! Da war Gift, ich guck einfach nicht hin! Wow. Ich krieg den Boss auch noch hin und die Endbosse machen wir alle morgen. Morgen machen wir das Finale dann. Ihr seid nicht da. Aber wir machen heute noch definitiv den Boss hier fertig, wenigstens. Wenigstens etwas will ich in meinem Leben noch erreichen heute. Und morgen hau ich da mit dem Endbossen rein. Juhu. Du findest gerade jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wow. Totem 6, Gift ist tödlich. Danke. Danke, danke, Anpu. Nochmal reinziehen, danke. Was? Weg, weg, weg. Gift. Ich laufe jetzt einmal im Kreis am besten. Einmal im Kreis bitte, danke. Und jetzt hier oben nochmal gleich einen wegschießen. Immer so ein bisschen wenigstens, ne? Scheiße, das sind zwei Gift. Zwei Gift. Oh, es ist noch ein Gift da. Ich weiß nicht warum. Okay, einmal vorbeilaufen. Danke. Jetzt muss ich einmal irgendwie... Ich habe gerade ein Problem mit diesem Giftteil, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Ich laufe einfach nochmal hier rum. Gute Idee, ich denke schon. Ich gucke jetzt mal nicht in den Chat übrigens, so ausnahmsweise mal. Oh, warte. Rein da. Nein. Oh. Feind ist auf der falschen Scheiße. Ich muss auf die andere Seite. Der eine Tentakel ist noch lang. Das ist der Kampf der Tentakel heute. Okay, weg, weg, weg. Oh, das sieht immer so aus, als würde er mich treffen, aber er trifft mich einfach nicht. Ha. Aber nur damit ich es getan habe. Der eine Tentakel pisst mich gerade an. Tut mir leid, aber ist einfach so. Wo ist überhaupt das Loch? Da ist das Loch. Okay, ich bleibe jetzt einfach die ganze Zeit beim Loch. So gut es geht halt, ne? Oh, falsch getroffen. Also nicht getroffen. Falsch getroffen gibt es nicht. Es gibt nur getroffen oder nicht getroffen. Nicht falsch getroffen. Oh, scheiße, weg! Weg! Oh mein Gott. Der Boss macht mich fertig, der Boss macht mich sowas von fertig gerade. Alter, ich finde das schon schwer genug, da überhaupt reinzutreffen. Wie soll ich denn dann auch noch irgendwas anderes machen? Ganz ehrlich, wer hat sich das ausgedacht, den Boss? Also ich definitiv nicht. Ich würde mir sowas Böses nicht ausdenken. Raus, 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 raus! Bleibt das jetzt immer offen? Ich meine, den brauchst du mir eigentlich nicht schreiben, aber ich hoffe einfach mal, dass es immer offen bleibt. Das kann sich jetzt noch um Stunden handeln, bis ich da einmal getroffen habe. Ich muss das Gift nämlich immer weglocken. Und habe nämlich Angst vor dem einen Tentakel, der noch lang ist. Deswegen renne ich immer noch am Rand lang jetzt. Aber hat sich schon wieder geschlossen. Es hat sich schon wieder... Oh, scheiße. Okay.
Entwickler dieses Bosses. Ich werde jetzt mal den Spruch des Jahrhunderts ziehen, den ich mir ganz sicher ausgedacht habe selbst. Wer auch immer diesen Boss erfunden hat, kriegt Scheiße in den Briefkasten. Sowas von Scheiße in den Briefkasten. Und der bezahlt auch die verfickte Briefmarke. Das könnt ihr mir aber glauben, dass er die Briefmarke zahlt. Okay, okay, okay. Könntest du dich bitte in meine Richtung drehen? Nein? Okay, dann renne ich in die andere Richtung. Bist du schon wieder zu? Du bist schon wieder zu, Alter. Diese Missgestalt von Boss einfach, hallo? Okay, weg. Jetzt schreiben irgendwelche Leute irgendwelche Sachen in den Chat und ich kann es nicht lesen. Nur wegen dir. Das ist der längste Bosskampf, den ich jemals hatte, glaube ich. Okay. Bitte dreh dich in meine Richtung und mach das, okay? Bitte? Ich werde sehr verbunden. Dann halt nicht, dann halt nicht. So, das Gift geht jetzt hier oben eh weg. Und jetzt wieder in. Immer bei dir bleiben, immer bei dir bleiben. Jetzt wieder in die Richtung laufen. Okay, schon wieder zu spät. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber. Wow. Das pisst mich gerade an, der Boss. Der Boss pisst mich gerade sowas von an. Alter, warum machst du nicht einfach mal das, was ich dir sage? Ganz ehrlich, was ist dein Problem? Ich weiß, du hast irgendwelche Probleme, ich weiß nur nicht welche. Ich glaube, du gehst jetzt in die Richtung, machst das wieder an derselben Stelle, oder? Ich geh jetzt einfach dahin. Machst du es hier? Jetzt bedenken können. So. In die Richtung. Nein, du schließt dich da oben. Okay, haben wir das geklärt? Ich hoffe, er macht dasselbe Muster nochmal. Bitte mach dasselbe Muster einfach nochmal. Bitte. Bitte durch. Nein, kann ich nicht schaffen, glaube ich. Kann ich, glaube ich, gerade nicht schaffen. Weil er sich, glaube ich, jetzt gerade da immer schließt, wo ich... Ja, ich bin gerade verwirrt, okay? Ich rede einfach gar nicht mehr weiter am besten. Ich glaube, das ist die beste Idee. Okay, ja, er holt jetzt immer da oben Luft und schließt sich dann auch da oben wieder. Das Problem ist, er schließt sich, glaube ich, dann bei den ganzen Dornen da hinten wieder. Das heißt, ich kann ihn diesmal nicht mal schaffen, glaube ich. Ich habe jetzt gerade irgendwie ein paar Probleme. Weg. Oh, gib mir den Pfeil, Mann. Danke. Hier durch. Warum? Was war das jetzt? Okay. Ich möchte gerne sterben. Ich möchte mein Leben langsam beenden. Langsam aber bestätigt. So lange habe ich das Spiel noch nie am Stück überlebt, habe ich das Gefühl. Ja, ich sterbe. So, ich lese jetzt mal den ganzen Chat ein bisschen. Das ist mein Kanal. Danke, Anpu. Ich habe einen Sack voll Körner gefunden. Danke, du bist echt ein netter Typ. Jetzt habe ich ein Körnerkissen und dann ist mir auch nicht mehr kalt heute Nacht. Es ist mir aber eh nicht, also von daher brauche ich gar kein Körnerkissen. Meine Fresse, nochmal, wofür habe ich das Körnerkissen überhaupt gesammelt? Ich muss da eben meine Hände ein bisschen an meine Hose abwischen, weil die sind gerade ein bisschen schwitzig. Von dem Boss, weil der hat mich fertig gemacht, psychisch und anderes. Oh Mann, ich hasse diesen Boss. Ich werde ihn nie wieder so gut hinkriegen, glaube ich. Ich gehe dann nach oben, mache dasselbe nochmal. Okay, das war scheiße schon mal.
Ich werde sterben. Ich bin tot. Ich lasse mich sterben. Scheiß drauf. Mal sehen, was er gelernt hat. Danke, Anpu. Dass du das gerade sagst, wenn ich sage, ich lasse mich sterben. Danke. Wow. Ja, ja, abwischen, Alter. Ich hasse dich. Tut mir leid. Alter, warum? Was ist los bei euch? Warum lernen alle Leute wegen mir nicht? Was ist denn? Was habe ich denn falsch gemacht in meinem Leben? Ihr sollt nicht so werden wie ich. Nein, meine Videos sind nicht ganz so lustig wie die Streams. Ich werde öfter streamen. Demnächst. So ab jetzt halt, ne? Aber ich kann halt nicht immer streamen, weil ich abends nicht immer alleine hier bin und dann kann ich nicht so lustig rumschreien und. Das muss ich bei diesen Stream-Spielen definitiv. Sonst halte ich das nicht aus. Obwohl ich jetzt gerade relativ wenig schreie mittlerweile, weil ich mich daran gewohnt habe an das Spiel, aber. Okay, mein Pfeil ist weg. Wo ist er? Danke. So, ich muss mal hier oben jetzt wieder die Tentakel wegschießen irgendwie. Okay. Nächster, bitte. Ich stelle mich jetzt wieder hier hin. Weg, 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 weg! Weg, 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 weg! Ich hasse dieses Gift irgendwie, ich hasse dieses Gift. Ich meine, wer hat sich das ausgedacht? Das macht den Boss viel zu nervig. Der Boss wäre sonst viel zu einfach, aber hey. Wow, das war dumm. Weg, 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 weg! Okay, Anpu, irgendwie hilft das mir nicht mit den Tentakeln. Weil ich echt zu inkompetent dafür bin. Also es hilft mir schon, weil sonst würde ich dann hinterher noch mehr sterben, aber ich schaff's halt gar nicht erst, die Tentakel wegzukriegen. Weg, 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 weg. Wo auch immer hin. Ich muss aber irgendwo hin. So, gib mir den Pfeil. Danke. Nein! Oh Gott. Du hast mich noch nie schreien gehört. Ja, okay. Ich schreie nicht wirklich. Ich schreie anders. Ich schreie innerlich, okay? Ich meine, du hättest den Schleim, den Magma-Schleim sehen müssen. Und das war. Nein. Das war unter aller Schleimigkeit. Klar, ich lasse die Bosse gewinnen, die einfachen, damit sie sich toll fühlen, weil sie gegen andere Spieler nicht eine Chance haben. Ich glaube, Gift ist tödlich. Danke. Hier werden hier wieder die krassesten Pro-Tipps rausgehauen. Ich danke euch vielmals. Ich glaube, dank euch kann ich den Boss auch so besiegen. Vielen Dank. Ich meine, bei DK werdet ihr jetzt schon gebannt worden, weil ihr ihn spoilert. Jetzt im Ernst. Also ich meine das ernst. Er spielt Bloodborne, er streamt das. Und du schreibst irgendwas total Offensichtliches und du bist gebannt. Weil du ihn spoilerst. Du spoilerst ihn. Ja, so ist das bei DK. Da könntet ihr nicht mal eure krassen Pro-Tipps raushauen und ihr würdet trotzdem gebannt werden. Das ist einfach so abartig, deswegen guck ich seine Streams nicht gerne, okay? Deswegen. Ich meine, wofür streamt man denn, wenn man keine Tipps will? Also nicht mal so ansatzweise Tipps. Also ich meine, ich kann es verstehen, wenn man keine Tipps will, aber worüber soll man denn schreiben? Man darf nicht über Spiel schreiben, man darf nicht über Off-Topic schreiben, man darf eigentlich über gar nichts schreiben. Ja, tut mir leid. Ich muss mal eben darüber reden, weil. Ich werde immer in Streams gebannt, okay? Ich werde ganz oft in Streams gebannt, weil ich irgendwelche Sachen schreibe. Deswegen mag ich keine großen YouTuber, weil die bannen mich immer in ihren Chats. Pro-Tipp Nummer 124, atmen beim Spielen. Was soll das atmen? Nein! Scheiße! Ich treffe halt nicht, ne? Ich treffe halt einfach überhaupt nicht. Oh, das ist ein nett Anpu. Das ist sehr nett Anpu. Könntest du bitte draufschlagen? Danke. Und weg, 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 weg. Oh Gott, weg. Scheiß auf den Pfeil. Ich hole ihn mir jetzt. Wo ist der Pfeil? Ach, ich habe ihn schon. Einmal bitte hier hinlocken, das Gift. Danke. Und jetzt hier hinten hin.
Bitte, bitte den Tentakel. Nein, nicht den Tentakel, okay. Jetzt aber ist er da. Jetzt ist er da. Er ist nicht mehr da, okay. Warum bist du immer da, wenn ich nicht da bin? Jetzt geht er wieder rein oder was? Ich hasse dich, Tentakel, ich hasse dich. Du bist jetzt mein Hass-Tentakel, okay? Du bist jetzt mein verhasster Hass-Tentakel. Ich habe alle Tentakel lieb, außer dich. Ja, ja. Wow. Ich hasse dieses Gift, ich hasse dieses Gift. Ohne das Gift wäre der Boss so scheiße. Aber ich leuchte das Gift jetzt einmal hier hin und gehe jetzt wieder auf die andere Seite. Jetzt ist er schon wieder da. Wenn ich den Pfeil, immer wenn ich den Pfeil nicht habe, ne? Immer wenn ich den Pfeil nicht habe oder nicht da bin, dann ist er da. Der ist auch viel zu kurz, finde ich. Ich finde das scheiße gerade von dem. Der möchte da einfach nicht sein. Der hat eine Abneigung gegen diesen Ort. Anpu, das war falsch. Du hättest nicht schreiben sollen, skilligeres Gameplay gibt es hier, sondern du hättest schreiben sollen, skilligeres Gameplay, Doppelpunkt, überall. Wow. Du kennst meine Logik nicht. Du verstehst meine Logik nicht. Ja, der Laufweg wird kleiner, wenn ich in der Mitte laufe. Ich will aber nicht in der Mitte laufen, bevor der scheiß Tentakel hier weg ist. Oh Gott, geh weg! Geh da weg! Scheiß Gift. Scheiß gottverdammtes Gift. Ich glaube, ich gehe jetzt auf die andere Seite. Ich glaube, ich habe mir das jetzt überlegt. Ich gehe jetzt hier hin. Ja, weg. Okay, grandios. Beste Idee, die ich jemals hatte in meinem Leben. Also, heute. Ich höre jetzt erstmal wieder auf, den Chat zu lesen, weil ich gerade Erfolg habe. Falscher Ort. Egal, passt schon. Ich muss also da stehen ungefähr. Okay, dann lock ich das nach hier, das Gift. Und geh jetzt wieder hier ein bisschen runter. Ich habe nicht getroffen, das ist gut. Also, immer wieder dieselbe Stelle an sich. Und ja, ich stimme allen Leuten, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber ich stimme dieser Person jedenfalls zu. Ich schreibe auch nicht gerne bei großen YouTubern in den Chat. Hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Bei Bruger hat es noch Sinn. Bei Bruger hat es noch Sinn. Muss man sagen, ich meine, man guckt sich Anpu an, der schreibt immer Kommentare unter seine YouTube-Videos und der wurde jetzt sogar bei ihm in einem Video erwähnt. Weil er sich immer beschwert darüber, dass Bruger Kühe beleidigt. Also weil er irgendwie die Gegner blöde Kuh oder sowas nennt halt, ne? Und dann... Nein! Was machst du denn, Mann? Oh, Mann. Ich wollte nicht den Tentakel abschießen. Mensch, Mensch, Mensch. Nicht getroffen? Cool, cool, cool. Okay, falscher Ort. Gift nach hier locken erstmal. Oder auch nicht. Ich meine, es kommt jetzt eh neues Gift. So, jetzt nach da gehen langsam. Langsam, aber nur. So, und jetzt hier lang. Boah, was mache ich denn gerade? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Boah, was mache ich denn? Ich schieße gerade alle Tentakel ab, oder was? Ich will nicht die Tentakel treffen. Ich will nicht die Tentakel treffen. Ja, was man dazu sagen muss, was gerade irgendjemand geschrieben hat, ich kann jetzt nicht mehr auf die Namen achten, tut mir leid.
zum Beispiel DK, das hat er mittlerweile gut gemacht. Man kann mittlerweile bei ihm in den Twitch-Chats nur noch schreiben, wenn man ein Subscriber ist. Also halt 5 Euro im Monat bezahlt. Und das heißt, dann schreiben auch wesentlich weniger Leute und dadurch kann auch wesentlich mehr lesen, muss man sagen. Trotzdem kann man halt leider immer noch keine sinnvollen Sachen posten, weil er einen eh immer anmault, egal was man schreibt. Ich stehe mal gerade am falschen Ort. Ich muss gerade ein bisschen ein besseres Timing sammeln. Also warte ich mal hier. Okay, warte hier und gucke mal auch ein bisschen auf den Mund am besten. So, und jetzt auch hier. Langsam, aber stetig. So, jetzt ganz schnell hier hin. Ganz schnell hier hin. Warum bist du jetzt unten? Warum triffst du nicht, Mensch? Ja, ich maul mich selbst an, ich weiß. Ja, okay, ich war am falschen Ort, weil ich auf die giftige Ache und auf den Chat und bla. So, Mensch. Ziehen, 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 ziehen. Und in die Richtung laufen. Bam, du blöde Kuh. Musste jetzt sein, blöde Kuh. Yeah! Jetzt werde ich angemault, ich weiß. Aber das musste sein, das musste sein. Ja, ich weiß, du würdest mich sowas von bannen. Es tut mir leid, Anhu, es tut mir leid. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg zu den letzten Bossen. Danke, Glückwunsch, bla. Und ich bin jetzt glücklich, ihr seid auch glücklich, bitte seid glücklich, danke. Wir haben das Tentakel-Hentai-Monster besiegt. Und ja. Wir bewegen uns jetzt nur noch in Richtung des Mittelpunktes und werden dann morgen die letzten Bossen besiegen. Hoffentlich. Kann ich hier speichern oder das automatisch? Das ist automatisch Fahrstuhl, ne? Warte mal, ich gehe mal eben bis zum nächsten Checkpoint, okay? Ja, Winnie 2, du kennst das Spiel anscheinend noch nicht. Und zwar, in dem Spiel muss man alle Bosse nur einmal treffen. Nur das Problem ist halt, man kann sie nicht so einfach treffen, ist das Problem. So, ich versuche gleich nochmal den Chat zu lesen, aber wir gehen jetzt erstmal zum Ende. Damit ich dann den Part erstmal beenden kann, also die Aufnahme halt. Und dann bleibe ich aber noch ein paar Minuten für euch, falls ihr das wollt oder so. Dann Chat lesen und so, oder? Und wir fahren den Fahrstuhl nach oben. Du musst den Fieber messen? Ich soll Fieber messen? Oh nein! So. Ein viel zu langer Laufweg. Aber er ist episch. Es ist ein epischer Laufwerk heute. Laufwerk, genau. Laufweg heute. Yeah. Okay, merke ich mir. Ich sollte mir das eigentlich irgendwo aufschreiben. Ich merke mir das wahrscheinlich nämlich eh nicht. Aber das wird mein nächstes Abonnenten-Special. Nein, nein. Okay, ab hier kommt dann das Finale. Das mache ich heute nicht mehr. Das mache ich morgen. 20.30 Uhr geht's los. Merkt es euch. 20.30 Uhr schreibt es in alle eure Kalender. Streicht alle eure Termine. Kündigt eure Jobs, falls ihr da irgendwie arbeiten müsst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim Finale von Titan Souls. Bis dahin. Ciao.